Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin gerade richtig begeistert. Ich habe jetzt jahrelang den Timer auf meiner Tastatur verwendet und sehe gerade, mit dem Update ist endlich ein Timer bei OBS gekommen. Oh, nie wieder aus Versehen über lange Folgen. Ja, so ist das, Leute. So ist das. So, wir sehen uns heute noch ein wenig um in der Multibühne von Emmett Mountain. Und danach geht es zum Entsorgungsbereich HZ21. Aber zuerst möchte ich mich hier nochmal in Ruhe umsehen. Einfach nur, um wirklich alles einzusammeln. Kann ja nicht schaden. Ach, da ist die Kakerlake, die wir... Tschüss. Übersehen haben. Wieso? Hä? Ich hab doch Munition. Ich kann nicht schießen. Ich kann einfach nicht schießen. Das Ding wird mich töten. Was? Das stand doch gerade... Egal. Egal. Wir haben es überlebt gegen die Kakerlake. So, jetzt sind wir natürlich leider aufgeflogen. Oh, jetzt sind hier Grubenhauer, ich verstehe. Oh. Das war kein Schleichangriff. Warum nicht? Weil manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Oh, da ist Honig. Hä, wer sieht mich denn hier? Hier ist doch absolut keiner. Ich bin doch eigentlich der übelste Assassin, oder? Oder? Habe ich Schleichen rausgenommen. Ah, Schleichen ist draußen. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch den Sandmann reinmachen. Und da war noch irgendwas, was wir reinmachen wollten, ne? Haben wir das mit dem Schalldämpfer? Nee. Schleichangriff. Pistolen. Wo ist das mit dem Schalldämpfer? Achso, nachts verursachen deine schallgedämpften Waffen 50% zusätzlich Schaden. Achso, das ist eine Kombination gewesen. Ach, jetzt verstehe ich. Ja gut, da brauchen wir eigentlich nur die zwei Punkte hier für Sandmann. Schleichen wäre natürlich auch geil, aber... ist halt alles irgendwie gerade nicht so geil. Wenn man Schleichen wieder haben. Es war so toll, nicht entdeckt zu werden. Headshot, Junge! Oh, die Waffe ist jetzt schon so gut. Aber ich schwöre, Leute, wir hatten einen Perk, der die schallgedämpften Waffen stärker macht. Ich schwöre. Oh. Warum? Du Sack bist schuld, dass er mich gesehen hat, ne? Ja, komm. Der dreckige... Maulwurfsratte hat mich verraten. Ich fass das nicht. Nehmen wir das alles mit hier. Hoffentlich kann ich hier meine Sachen mal wieder auseinandernehmen. Und wir sind durstig und hungrig. Ich hoffe, wir finden noch eine Kochstation. Ansonsten werde ich einmal ganz kurz zu Hause vorbeischauen. Wir haben jetzt ein bisschen Fleisch am Start. Die Waffe wollte ich eigentlich nicht mehr haben. Die müssen wir auch nachher noch ablegen. Leuchtendes Fleisch, sehr gut. Ich seh dich. Zack. Echt jetzt? Wieso habe ich den gerade nicht getroffen? Egal. Ich weiß, ich werde verstrahlt. Ist mir aber gerade egal. Ich muss den Headshot landen. Wir haben ja genug Red Away. Also, ich mache mir da keine Sorgen. Wenn es einfach mitten reinläuft und sich denkt, ich bin der Held. Ich mache sie alle kaputt, Leute. Macht euch keine Sorgen. Und kippt um. Habt ihr noch ein bisschen Fleisch für mich? Sehr schön. Nee, das Problem ist natürlich, ich kann natürlich nicht nach Hause reisen, wenn ich überladen bin, ne? Was ist das? Oh! Es geht noch tiefer rein. Oh je. Oh je. Ich hoffe, gibt es da noch eine Bastelwerkstatt irgendwo? Ist das eine Werkstatt? Nein. Ach, Redway. Kann ich gut gebrauchen.
Gut, Zeit sich zu heilen. Ich weiß, wir sind am Verdursten und Verhungern. Verdursten, das Problem kriege ich gelöst. Verhungern, noch nicht. Ich würde gerne, bevor ich das Fleisch hier esse, es wirklich mal kochen. Einfach nur, weil ich mal Bock habe, auch mal was zu kochen. So, dann ziehen wir uns nochmal Red Away rein. So. Heilen uns nochmal. Ah, wir haben wieder ordentlich Stimpacks. Das gefällt mir. Bist du ein Gegner oder bist du ein Stein? Okay, du bist ein Gegner. Eindeutig. Das sah aus wie ein Stein. Aber die Frage ist nur, was macht ein Stein in einem Gebäude? Das sollte man sich natürlich immer denken. Oh, guck mal. Ach komm, der guckt doch durch. Oh, hier sind noch mehr. Ach, ein Cheater bist du jetzt auch schon. Guck doch die Potsau an, warte, bis ich die Tür öffne und schlägt zu. Nein, ich habe Raketen mitgenommen. Aber ich brauche nicht den Raketenwerfer. Ah, ich brauche unbedingt eine Werkstatt. Das könnte gleich in der Mülldeponie sehr, sehr böse sein. Dass wir übergewichtig sind. Okay, gehen wir einfach in die Mülldeponie und hoffen. Nein, ich will die Waffe hier. Nein, die. Nein! Ich habe zu viele scheingedämpfte Waffen. Ich glaube, Pfeife im Dunkeln. Ja, kann man eigentlich notfallshalber noch mitnehmen, ne? Weil er hat ja eine gute Schussfrequenz. Aber bisher ist das hier top von meinen Waffen hier. Nö, da kann man nichts gegen sagen. Aber ich schwöre, Leute, es gab etwas, was meine steigende Waffen stärker gemacht hat. Also nicht der Scheiß hier. Nachts verursachen deine schallgedämpften Waffen 50% mehr, sondern einfach nur, dass schallgedämpfte Waffen mehr Schaden machen. Könnte ich schwören, dass wir sowas hatten. Wieso haben wir davon zwei? Ja gut. Offensichtlich nicht. Zum Glück habe ich nicht auf mein Leben geschworen. Sonst wäre ich jetzt tot. Ich könnte mir so einen Schutzanzug anlegen. Aber wir gucken erstmal, wie es hier drin aussieht. Oh, das sieht schon ziemlich verstrahlt aus hier. Oh, das gefällt mir. So, Injektor müssen wir behalten. Metallarbeit. Tja, nichts. Schade. In letzter Zeit bekommen wir wie sehr selten nur noch irgendwelche Bauteile. Also nicht Bauteile, sondern Modis. Oh, ich liebe die Waffe jetzt schon. Oh, was kam da denn? Und Maulwurfsratte, shit. Nein. Zieht euch doch. Oh, ich glaube, der weiß, wo ich bin. Machen wir erstmal ein Foto, ganz klar. Scheiße. Weg mit euch. Weg. Ach du, du ahnst es nicht. Ach du Scheiße. Oh gut, ich warte hier. Ich laufe da jetzt nicht rein. Soll lieber zu mir kommen. Ich bin unsichtbar um die Ecke. Aber das Schöne ist, obwohl ich jetzt hier um die Ecke sitze und unsichtbar bin, wenn sie jetzt hier reinkommen würden, die würden sofort wissen, wo ich bin. Was eigentlich total unlogisch ist. Leute? Aber er hat schon in die Ecke geguckt. Die kleine Potsau. Hat X-Ray oder so.
Bauplan brauche ich nicht. Aber weißt du, was können wir verkaufen? Komm, nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Wo ist da denn noch jemand? Da wird auf jeden Fall ordentlich geschossen. Geh da mal weg. Kurz nachladen. Oh! Was sehen denn meine Äuglein hier? Also insofern wir jetzt hier keine Küche finden, haben wir ein kleines Problemchen. Mechaniker. Brauchen wir das Zeug? Oh! Das ist die andere Seite. Ich verstehe. So, es sind noch mehr Schutzanzüge, aber ich bin ein Profi, ich brauche den Scheiß nicht. Ihr wisst ja, Profis bei der Arbeit, die brauchen keine Schutzanzüge. Ziehen das einfach so durch. Kreissäge, kein Problem, ohne Handschuhe. Da läuft er einfach weg. Netten Kollegen hast du da. Was bringt das? War vielleicht nicht meine beste Idee, einen Alarm auszulösen. Aber gut. Fusionskern. Was zum Teufel habe ich dabei? Ach ja, die Raketen habe ich dabei, die mich so schwer machen, ne? Und 1 Milliarde Fusionskerne. Tschüss, Raketen. So. Wir haben noch 3 Mini-Atombomben. Aber wir können sie jetzt weglegen. Weil die Mini-Atombomben kann ich ja nicht erstarten. Ansonsten würde ich sie verkaufen oder wegwerfen. Weil ich könnte sie im Laden verkaufen. Meint ihr, die würde jemand kaufen? Ach, scheiß drauf. Spaß ist unbezahlbar. Mal gucken, ob ich was treffe. Ich glaube aber, die wissen jetzt, dass ich da bin. Eine habe ich noch. Vielleicht ziehe ich doch den Schutzanzug an. Aber natürlich, ich habe auch so viele andere Kacksachen am Start, ne? Ah, oh, jetzt habe ich meine Klamotten ausgezogen. Ja, ist gut. Alarm hat sich erledigt. Ich habe alle umgebracht. Achso. Kurz vergessen, dass ich das war. Ich dachte, ist da ein Spieler gestorben? Ja gut, so viele Sachen habe ich jetzt auch nicht hier am Start. Ja, die Problematik an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass jetzt meine ganzen Klamotten weg sind und wir nichts mehr tragen können. Das heißt, ich muss auf jeden Fall... Es... Oh. Oh. Ja gut, das ist ein bisschen kacke. Gut, wir müssen ganz kurz mal unsere Sachen reparieren. Glücklicherweise haben wir ja die Waffenwerkbank hier. Oh, ich bin ein bisschen nackt. So. Ah, das ist nur für Waffen. Ach Gott. Ja, cool. Wir sind ziemlich nackt. Achso, ja. Deswegen. Ja gut. Laufen wir so durch. Machen wir hier ja noch einmal kurz einen Boxenstopp. Es wirkt nicht mehr, ich bin immun. Okay, alles gut. Ich glaube, ich muss mich bewegen. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt hoffen wir, dass da gleich ein Schwall an Gegner ist. Das wäre so die Optimus Prime für mich jetzt. Oh.
Ja. Klar. Ein Achtel des Lebens. Können sich sehen lassen. Hilfe. Hier kommst du nicht rein, ne? Na, fettes Korpse? Wo bist du? Ja, guckt ihn euch an. Du kriegst mein Gatling-Laser. Oh, du siehst cool aus. Ja, das staunst du, Freundchen, ne? Ja, jetzt nicht mehr, aber in der Sekunde, als er es noch gemerkt hat, da hat er gestaunt. Habe ich ganz genau gesehen. Der dachte sich, oh, und da war er tot. Okay, wir müssen mal wieder ein paar Sachen loswerden. Ja, die ganze Problematik ist jetzt einfach nur, dass meine Sachen am Arsch sind. Ich könnte sie reparieren mit ganz normal. Meine Kids. Allerdings habe ich davon nicht unendlich und die sind wirklich nur für den Notfall. Ja, ich. Oh, diese Strahlung, ne? Ich könnte auch alternativ meine Bagger anziehen, ne? Ja, komm, ziehen wir die Bagger an. Ah, ich glaube, das ist jetzt momentan das Cleverste. Das ist nämlich mein Schutzanzug. So. Mal seit langem wieder unsere Baggerrüstung ausgepackt. Lang, lang ist's her, dass wir dich verwendet haben. Vor allem, die sehen alle noch so frisch aus. Gut, abgesehen davon, dass sie aussehen wie 100 Jahre alt, aber die Haare! Müssen natürlich nicht die Haare auch verrotten irgendwann? Was hast du denn hier bewacht, mein Freundchen? Hm. Huch! Das sieht giftig aus. Aber ich kann hier mit meiner Baggerrüstung easy stehen. Okay, dann gehen wir in die Höhle des Löwen. Wir können dann auch hochgehen auf die andere Seite, aber... Wir gehen erstmal hier lang. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Hirnpilze. Ein Jump and Run. Ich bin begeistert. Gut, das ist jetzt nicht das Beste. Aber es ist eins. Na du? Ein Computer. Terminal der Mülldeponie von Emmett Mountain. Lesen wir, solange jemand ankommt und mich töten möchte. Wochenprotokoll, das kennen wir doch, oder? Ja. Ja. Das kennen wir doch schon. Kupfer, Schrauben, alles für mich, oh ja. Oh. 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 Oh, wir sind am Anfang. Oh, die haben mich verarscht, aber richtig. Ja, cool, dann kommst du hier raus, denkst dir, oh, was ist denn hier los? Oh, und kommt die Todeskralle und tötet dich. Ja gut, hier können wir auch easy durchgehen. Aber hier werden wahrscheinlich ziemlich starke Viecher rumhängen. Wenn ich mir so die Red-Stärke angucke. Ein Supermutant? Woran ist der hier gestorben? Hä? Hier ist nix! Supermutantenteile. Höchstwahrscheinlich ist das hier das Nest der Todeskralle. Weil hier so viele ja, Einzelteile rumliegen. Oh! Oh, ich kann die Einzelteile mitnehmen!
Ich kann mir einen Supermutanten basteln. Wie cool. Geh mal her, den Scheiß. Okay. So, wir haben jetzt alles, was wir für einen Supermutanten brauchen. Jetzt werden wir nach Hause gehen und sie in eine Vitrine stellen. Oh, wenn es jetzt irgendwie noch so eine Puppe geben könnte, wo man die Teile raufmachen könnte, das wäre cool. Oder Fehle. Keine Ahnung. Wo ist das? Ist das unter Schrott? Müsste unter Schrott sein und müsste mir dann Knochen geben. Diverses? Da, tatsächlich. Ja, was macht man damit? Aber die kann ich nicht ausstellen, oder? Eventuell, mal gucken. Nee, wir verarbeiten jetzt noch keinen Schrott. Ich will diese Supermutanten-Teile behalten. Dann gucken wir mal, dass wir sie gleich ausstellen können irgendwo. Das wäre cool. Da hätte ich etwas, was kaum einer hat. Ich wette, da hat doch keiner dran gedacht, so einen Supermutanten zusammen zu basteln in der Vitrine. Dann einen schon zusammen zu basteln. Oh, Sesam, öffne dich. So. Ab nach Hause. So, dann können wir ja auch gleich direkt kochen. Dann verhungern wir nicht. Oh, Fernier. Oh, warte, ich muss das Fernier zeigen. Hey, na? Es geht, ich hab vergessen, wie man springt. Ah, hi, hi. So, Fernier, komm mit. Komm. Ich muss dir was zeigen. Ah, ja, warte kurz. Menü. Lichthilfe. Einstellungen. Audio. Voice Chat Modus. Gebiet. Oh Gott, ich drück die falschen Tasten, Fernier. Sorry, warte, ich bin gleich da. Was mache ich denn? Ich drück doch die richtigen Tasten. Nein, es ist zu spät. Oh. Okay, Moment. Also. Okay. Hörst du mich? Wahrscheinlich nicht, ne? Moment. Na? Hallo? Ah, ich bin im Gebiet zu hören. Sehr schön. Ja, du, ich auch. Kein Problem, ich verstehe. Okay. Wir nehmen uns zwar auch, aber... Ich muss dir was zeigen. Warte kurz. Wo ist das? Wenn du jetzt die Hosen runterlässt, gibt's Schläge, ja. Ach, kennst du doch schon. Das ist ja nichts Neues. Warte. Ich find's nicht. Hä? Ja, was, das ist traurig. So, warte. Hier, Vitrine. So. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn das funktioniert, bin ich sehr glücklich. Es funktioniert. Guck mal, was ich gefunden habe. Das sieht ja appetitlich aus. Aber da brauchst du eigentlich eine von den anderen Vitrinen, wo nicht der hässliche Holzrahmen so mitten im Weg ist. Ja, es gibt noch einen großen, habe ich gesehen, aber den habe ich anscheinend noch nicht. Hä? Du musst einfach nur beseitigt schalten, den hat jeder. Also, ach so, warte. Du hast recht. Tada! Es ist wunderschön, ne? Das ist Kunst. Das ist mein Supermutanten-Baukasten. Ich habe nämlich noch mehr davon. Ich habe nämlich noch den Oberarm, den Unterarm, den Unterschenkel, die rechte Hand, rechte Oberschenkel und... Oh, passt nicht mehr rein. Das würde gar nicht mehr reinpassen, schätze ich. Ja, das ist mein Supermutant, mein Haustier. Ist das nicht cool? Ich find's geil. So, was treibt dich hierher? Ich habe gesehen, du bist fremdgegangen.
Hallo? Ah, ich kann Voice aktivieren drin. Bin ich das? In welchem Umfang bin ich fremdgegangen? Ja, du warst bei einem anderen YouTuber drin. Ja, das ist gut möglich. Bist du ja nicht der Einzige, den ich kenne. Und wenn du immer zu so unseligen Zeiten aufnimmst. Ja, es ist. Sorry, ist halt so. Ja, nee, ist alles in Ordnung. Bei wem war ich denn? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich habe auf jeden Fall einen Kommentar bekommen bei mir, dass du gesichtet wurdest beim anderen. Ja, alles Snitches, furchtbar. Schlecht gepetzt. So, aber wie immer kommst du zu. Ich musste erstmal das Loch hier in deiner Wand stopfen, das hat mich schon in deinen Folgen andauernd genervt. Ja, ich hatte halt kein Zeug mehr. Danke dafür. Alles gut. Aber du kommst wieder mal zum perfekten Zeitpunkt, denn du erscheinst immer zum Ende der Folge. Und am besten noch dann, wenn die Folge am selben Tag rauskommt. Also muss ich jetzt leider offline gehen und die Folge rendern. Tudum. Ja! Bin wahrscheinlich dann in so einer Stunde wieder da. Bevor du dich ausloggst, schon mal in meinem Camp gewesen oben. Hast du Neues? Du dürftest es, glaube ich, noch nicht kennen. Ich habe es zwar mittlerweile schon eine Weile, aber ich glaube, dass dir ist es noch neu. So, wo ist es denn? Oben? Im Norden? Ja, ganz in der Nähe hier auf einer Karte. Ein bisschen nach oben rechts. Achso, da. Bin ich aber laden. Von was? Huch, was? Hilfe! So. Das wird mir helfen. So, wo ist der gute Ferne? Ich dachte, er wollte mir seine Butze zeigen. Der ist hinterhergereist. Der musste erstmal seine Waggerrüstung finden. Du musst nochmal schnell reisen oder hier die Klippe hochklettern. Du bist nämlich gerade nur unten in meinem Garten gelandet. Ja, meine Powerrüstung steckt noch in deiner Wand. Well, versuch dein Glück. Ja. Oh. Okay, versuch mit einer weiteren Schnellreise. Besser ist das. Jetzt lande ich neben meiner Powerrüstung bestimmt. So, ich sehe schon mal Felsen. Ah, okay. Ah, du läufst jetzt einfach in meine Richtung, genau. Hier. Also eine richtige Festung hier. Naja, die war noch zu PvP-Zeiten gebaut, aber jetzt gibt es ja die Server nicht mehr. An dem Automaten rechts von dir ist ein Schriftzug. Do not pull this switch. Ah, schade. Du standst genau zwischen den beiden Dingern. Wenn du drauf stehst, fliegst du richtig schön in die Kante runter. Ich würde es ja gerne versuchen. Soll ich genau hier so drauf stehen oder was? Ja, ach, keine Ahnung, du musst genau in den Dingern drunter stehen. Es klappt auch nicht immer, wenn man in der Gruppe ist. Da portet es einen manchmal zurück. Ja genau, wenn du zu weit fliegst, dann holst du dich manchmal zurück. Ist ja wie so eine Attraktion, ey. Ja, in den ganzen Blutbefleckten, da ich da so eine persönliche Abneigung gegen den Spielstil, und da ist das halt ganz lustig, wenn man die hier mal entsorgt. Oh, nette kleine Putze. Oh, die Figuren hatte ich auch alle. Aber ich habe sie verschrottet, die Hälfte, aus Versehen. Ja, ich habe schon gesehen, du hast die Dinger verwertet. Oh, das war scheiße. Ah, diesen Glasschrank hier meinte ich zum Aufsteller, hast du ja schon gefunden. Ja, den habe ich gefunden. Aber es gibt noch irgendwie eine andere Vitrine, deswegen hat das mich hier irritiert. In dem Verkaufsautomaten in der Mitte sind ein ganzer Haufen Baupläne. Fehlen dir da noch welche? In der Mitte, der hier. So, was haben wir denn? Bekannt. Hier fängt's an. Abgedunkelte Roboterrüstung brauche ich nicht. Gleisgewehr brauche ich nicht. Großer Werkzeugkasten brauche ich nicht. Küchenherd brauche ich nicht. Luca-Cola-Granate, weiß ich gar nicht, ob ich die brauche für die Challenge. Nö. Eigentlich nicht, aber mit denen laufe ich im PvP immer rum. Da habe ich aktuell auch
91 am Mann, da kann ich dir einfach welche droppen, wenn du willst. Okay, passt schon. Ist jetzt keine. Was ich verwende ja sowieso keine Granaten. Ich bin da immer irgendwie. Wenn die mir ausgegangen sind, dann sind sie mir ausgegangen. So sehe ich das immer. Ich verwende wirklich selten welche. Wäre eher, ich schleiche und will nicht gehört werden. Ja, na gut, das sind Granaten. Nicht so ganz das Stil. Du hast ein Rifleman-Bild, oder? Ja. 16.500, Alter. Na, ja, die Preise habe ich gerade. Die kannst du eine aussuchen, die kriegst du geschenkt. Ja, ist mir klar, aber was du hier handelst, ey. Krass. Ja, eigentlich hört sich der Pirscher besser an. Also der 45er hier, das Kampfgewehr. Ja. Entweder bei Inventar auf X drücken, da siehst du alle Angebote, oder bei Waffen halt durchscrollen. Okay, danke. Dann benenne ich den mal direkt. Eins will ich dir noch zeigen, das gefällt mir persönlich sehr. Die habe ich noch als Dreingabe gekriegt. Den doppelläufigen. Alter, was geht denn da ab? Vierfaches Magazin, das Ding ist so klasse. Überhaupt nicht mein Bild, aber es macht so Spaß. So, ich benenne jetzt mal die Waffe, aber ich werde sie wahrscheinlich nur im Notfall verwenden. Weil es irgendwo für mich schon irgendwie so gescheatet ist, sowas anzunehmen. Ich finde halt sowas gerne lieber selber. Aber so eine Notfallwaffe zu haben, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ja. Wo ist das Ding jetzt? Ich weiß nicht, ob sie jetzt für dein Bild optimal ist. Die war, glaube ich, noch auf mich ausgelegt. Ey, ich finde es nicht wieder. Bild. Wo ist sie denn? Hä? Ach da, jetzt habe ich sie. So. Umbenennen. So. Zack. Wirst du im Let's Play sehen, was für einen Namen ich dem gegeben habe. Schönes Ding. So, aber jetzt hau ich ab. Ich muss die ganze Scheiße jetzt mal noch rendern. So, hau rein, ne? Ciao.